Hallöchen Leute, willkommen zur 16. Episode von Splatoon Online. Lass uns die Welt voll spritzen. Ja genau, ich bin Davy und ich tue euch ganz herzlich zurück begrüßen. Es ist Splatfest wieder, was ich wieder nicht teilnehmen kann. Hurra! Warum? Weil natürlich Hochzeitswochenende ist. So, wir werden jetzt wieder heute eine neue Waffe benutzen oder eine neue Waffe kaufen. Dann schauen wir mal, was wir hier alles haben. Dünerrolle. Ja, das alles ist ja bei uns im Besitz. Ja, heute benutzen wir mal... Wen benutzen wir heute mal? Heute benutzen wir den Separator Sigma. Oder Beta, eher gesagt. Gut, kaufen, anlegen und schauen wir mal, wie der abgeht. Werde ich damit klarkommen oder nicht? Wir werden es gleich in den Standardkämpfen sehen. Bis gleich. So, der erste Standardkampf ist im Arova Center. Dann schauen wir mal an, wie wir gerade jetzt voll abgehen und abspritzen werden in eure Gesichter, mein liebes Gegnerteam. Mal schauen. Ah, okay. Okay, das ist eher, ja, okay, das ist wieder so eine Sniperwaffe, aller hopp. Dann schauen wir mal, wie wir diesmal mit einer Sniperwaffe umgehen werden. Oh, bumm. Aber weit, ja, weit schießt sie schon. Oh, da sind sie schon. Die Friends. Unsere Freunde der Nacht da drüben. Oha, laden wir mal ein bisschen auf, sonst geht das dick ins Auge. Oh, super. Super. Da muss ich jetzt mal verschwinden, sonst geht's dick ins Auge. Oh, fährt mir mal ein bisschen ein. Naja, das läuft gerade nicht so, wie ich es will. Hallo, nein, 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 du kriegst mich nicht. Oh, nein, das ist scheiße. Zum Nahkampf sind diese Waffen kacke. Ich sag, bevor wir zum Rangkampf wechseln, gehen wir wieder auf den NZEP 89, dass es wenigstens was Gutes wird. Das ist ja echt zum Kotzen. Eigentlich spritzen die uns gerade selber ins Gesicht. Oder eher gesagt, die ziehen uns total ab. Oh, da machen wir ein bisschen noch was. Oh, was geht jetzt hier? Oh, ah, da kommen sie schon. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Komm, nein, und er hat mich schon mit seinem Junior-Kleckser. Kleiner Drecksack, der kleine Chinese. Nee, die Waffe ist überhaupt nichts für mich. Dann glaube ich, wechseln wir schon in den nächsten Standardkampf die Waffe. Da machen wir heute nämlich 3 Waffen. Gut. Oh, zack. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, viel können wir auch da nicht wahrnehmen, was das angeht. Ah, ich weiß nicht. Diese Sniperwaffen sind einfach nichts für mich. So, komm. Komm. Als Aufladen tu. So, was haben wir hier? Nichts einsetzbar. So, gut. Oh, ich habe noch einen Kill gemacht. Unfassbar! Und noch einen zweiten. Ja, wenn ich es hinbekomme, dass ich sie treffe, gehen sie eigentlich ganz schnell down. Das stimmt. Aber trotzdem sind so Sniperwaffen nichts für mich. Ich bin eher für Schnellwaffen. Oh, komm. Ah, super. So, da kommt jetzt bestimmt... Zack. Hallo? Zack. Was? Das war meiner. Das war meiner, du Drecksack. Das ist ja unfair. Das wollte mein Kill sein. Das sollte mein Erbarmen sein. Oh, oh. Oh. Hallo. Ja, genau. Mit dem Fernblaster macht er uns gerade los. Komm, Arsch. So richtig die Betonung am Arsch. Da so richtig uns vollgespritzt ins Gesicht. Oh, ja, 285 Punkte, ey. Das geht überhaupt gar nicht. Finde ich. So. Überhaupt nicht. Meine Güte, was für eine schreckliche Waffe. Oh, aber wir haben gewonnen. Unfassbar. Obwohl ich total abgelost habe. Naja, 587, ja, das habe ich mir fast gedacht, dass ich der Letzte bin, weil die Waffe ist ja echt zum Rotz. Sowas Rotzebalkiges. So, gut. Alles klärchen. Dann, oh, eine neue Ausgabe. Neue Pisten.
Ja, dann News aus der Woche in Coppolis. Ja, genau. Komm, machen wir es in Schnelldurchlauf. So, welches sind's jetzt? Die Degabank Station für den Standardkampf. Blauflossende Boot für die Standardkämpfe natürlich. Und die Rangkämpfe sehen mit der Bohrinsel Nautilus interessant aus. Und Pungasius Skatepark. Sehr schön. Ja, dann bleiben wir spritzig. Natürlich spritzen wir, aber sowas von. Gut, gehen wir in die Waffenlobby wieder. Und holen uns die nächste Waffe, die ich euch jetzt zeigen werde. Das wäre, ha, das ist wieder so eine Sniper. Darauf habe ich keinen Bock. Machen wir mal den Schwabber. Der Schwabber, Schwabberlabber, Schwab. Opa, nee, ich wollte sie anlegen. Verdammt. Da muss ich jetzt doch noch schnell Start drücken. Dann drücken wir mal Start. Und wechsel noch schnell. So, gut. Und ziehen jetzt wieder zurück. Ja, hallo, mein Freund. In die Standardkampf. Let's go. Und es ist der Blauflossen-Depot, wo wir jetzt mal den Schwabber ausprobieren und schauen mal, wie der sein wird. Er sieht eher wie so eine kleine, ja, wie soll ich das sagen? Okay, alles klar, es sieht eher aus, dass du wie ein Eimer benutzt. Okay, interessant. Ja, einfärben kann man schon damit, das stimmt, aber naja, aber ich glaube, damit werde ich auch nicht gut zielen können, das werden wir jetzt sehen. Ist wirklich wie ein Eimer schmeißen. Oh, wie es aussieht. So, dann machen wir gleich. Duck, das sind unsere Gegner. Mal schauen, ob wir ein paar mitnehmen in Tint Inferno. Yes, wir nehmen einen mit. Sehr schön, sehr schön. Wunderbar. Das ist doch optimal. Das ist doch atemberaubend. Warte mir, bis der hier runterkommt mit seiner Machine Gun. Siehst du uns, oder was? Kleiner Drecksack, komm. So, yes! Ah, das war doch nice one. Oh, so, wir können schon die nächste Rakete wieder abfeuern. Das werde ich auch jetzt grandios machen. Gleich wieder da, wo sau viel grün ist, da gegenüber hinschießen. Oh, komm, zack. Wunderbar, komm. Oh, machen wir da mal. Sehr schön, sehr gut. So, kommt jemand? Ah, da sind sie. So, ich hol sie jetzt mehr. So, wunderbar. Mit dem Eimer geht's doch ein bisschen ab. Aber das ist halt echt eine Nahkampfwaffe. Oh, gut. Holen wir wieder ein bisschen was rein jetzt. So, gut. Und ballern hier drauf. Danke. So. Schön einfärben, schön einfärben. Was nur geht. Oh, gut. Oh, bam, bam, badabam. Oh, die sind in unser Gebiet vorgedrungen, die kleine Drecksäcke. Na, 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 na. Das darf nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Aber ich muss sagen, also vom Einfärben her ist die wirklich optimal, merke ich gerade. Also wenn man jetzt keine Gegner findet. So, da ist noch einer. So, da. Na, 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 na. So, komm. Yes, den habe ich mitgenommen. Nein, aber der nimmt uns mit dem Roller mit. Verdammt, schade. Hätte jetzt echt optimal werden können. Aber ich glaube, so einfach können wir sogar die 1000 Punkte voll kriegen. Wenn ich jetzt nicht so viel missbaue. Komm. So, komm. Machen wir. Oh, wieder runter. Gut. Gut, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Na, 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 na. Bleib mir fort. Bleib mir fort. Nein, der hat uns noch. Kleiner Drecksack. Der kleine Drecksack. Oh, das ist eine bittere Pille. Obwohl ich ja sau viel eingefärbt habe, geht's dick in die Hose, die Geschichte jetzt hier. Oh, komm. Machen wir noch ein bisschen was. Oh. Nein, schade. Schade. Ja, das habe ich befürchtet. Das habe ich gnadlos befürchtet. Schade. Aber ich habe mich eigentlich gut geschlagen mit der Waffe. Muss man sagen, 4 Kills, 2-mal down gegangen. Ich bin zufrieden, was die Waffe angeht. Aber ich empfehle sie trotzdem mit weiter, Leute. Ganz ehrlich. So, dann sehen wir uns gleich bei den Rangkämpfen. Ich wechsle jetzt zu NZEP 89. Und dann kann es losgehen mit den epischen Battles, dass wir Rang B- erreichen. Let's go!
So, Operation Goldfish, der neue Modus wird uns vorgestellt. Oder ich stelle es euch jetzt vor, ich spiele es auch zum ersten Mal. 2 Punkte fehlen uns noch bis zur glorreichen Expansion auf B-. So, wie gesagt, es ist Bloodfest-Time mit dem Motto Singen und Tanzen. Ja, das Motto werden wir mal... Das Problem ist... So, verdammt. Verdammt, ich geh down. Kacke, schade. Mit seinem scheiß Dino-Roller. Ja, das Motto ist Tanzen und Singen. Es findet am 28. und 29. statt. Oh, super. Sehr schön. Nein! Wo kam der bitte? Aus dem Nichts. Ja, super. Wow. So. Ah, 2 habe ich noch mitgenommen. Komm. Holt euch die Scheißwaffe. So, ich muss jetzt schützen. So, vor. So, wo ist er? So, komm. Sehr schön. So, ich mache dir den Weg frei. Verdammt! Komm, jetzt geh vor. Komm, du schaffst es. Ja, sehr gut. Schade. Auf, komm. Ja, das ist halt schon verlockend. Nein! Warum hat der eine Tinsuka? Oh Gott, das ist ja bitter. Das heißt, er kann sehr gut arbeiten mit dem Goldfisch. Sehr gut. So, jetzt hab ich sie. So. Das gibt's nicht. Wo seid ihr bitte? Laber nicht. Wisst ihr nur noch 2 oder was? 3? Nein! Unmöglich. Ah, dich nehme ich wenigstens mit, Anna. Das gibt's nicht. Der ist schon fast bei uns. Wieder minus 10 Punkte. Ich könnte kotzen. Gleich. Komm. Explodier. So, sehr schön. Machen wir uns den Weg jetzt frei. So. Und ich gehe jetzt von hier links. So, gut. Nein! Ich hab's gut vorgebracht. Und warum sind nicht meine Leute da? Warum bitte? Das kann doch echt nicht wahr sein. Nein! Verdammt! Ich glaube, wir sind nur noch 2. Ah, 3. Ja, und der andere ist nicht mehr da. Das ist atemberaubend. Das ist genial. So. Yes. So, komm. Ich muss weg. Das gibt's nicht. Wo seid ihr, verdammte Scheiße? Das kann doch echt nicht wahr sein. Das ist so ein unnötiger Punkteverlust wieder, wo mich zum Kotzen bringt. So. Sehr gut. So kann's laufen. Wo ist es? Komm. Nein! Das gibt's jetzt nur noch 20 Sekunden. Das gibt's nicht. Das wären 8 Meter gewesen vielleicht. Super, und einer ist wirklich offline. Optimal. Optimal, dass der offline ist. Optimal.
Super, sowas von knapp wieder verloren. Komm jetzt. So. Verlängerung. Sehr schön. Schade. Ich bin falsch runtergesprungen, verdammte Kacke. Naja, knapp verloren. Aber wenigstens wird nicht so viel Minus gemacht. Das ist das Optimale dabei. Schade. Hoffen wir nur minus 8 bitte. Minus 4 oder sowas. Das muss weniger sein. Das minus 10, super. Naja, 14 bekommen wir ja wenigstens, wenn wir gewinnen. Hoffen wir es mal, dass jetzt das nächste Battle besser aussieht. Sonst kotze ich gleich durchs Mikrofon. So, Pongasso Skatepark, das gleiche in Operation Goldfisch. Ich hoffe jetzt wirklich nur bitte, dass wir 4 bleiben und auf einmal 3 sind. Weil das ist ja echt zum Kotzen gewesen. Gerade eben. So, gut. Let's go. Ich habe die Leute, die Rang B- sind in meinem Team. Also hoffe ich mal, dass das jetzt besser läuft. Dass es auf jeden Fall ein Sieg wird. So, gut, gut. Ich gehe hoch. Super. Drecksäcke. Ah, verdammt. So, komm. Das gibt's nicht. Warum seid ihr nicht bei mir in der Nähe? Wieso? Erklärt mir das mal bitte, ihr Vollhorschts. Ohne Witz, das ist einfach nur noch zum Aufregen langsam. Weißt du, jetzt geht... Ja, super. Eine Haftgranate, ey, 66 Meter. Ey, ohne Witz, 49. Ja, Kanone geht verloren. Gott sei Dank. Wenigstens etwas Vorteilhaftes. Oh, komm. Explodier. Komm. Das gibt's doch nicht. Super. Und jetzt kommt noch eine schöne... Alter. Ich... Eistodial nach Batna Ramifitere. Lernt das Spiel mal zu spielen, ey. Ohne Witz. Unmöglich. Das gibt's nicht. Ja, den Chines nehme ich wenigstens mit. So, und jetzt geh vor. Komm jetzt vor. Super, Kanone ist schon wieder verloren. Ey, das ist doch echt unmöglich. Das ist so traurig. Super. Ich könnte kotzen. Ich bin echt, was das gerade hier angeht, bin sprachlos. Also, ich verstehe echt nicht, was hier abgeht. So, sehr schön. So, gut. Sehr schön, weiter, vor, vor, vor. Oh, ich komme jetzt von der anderen Seite, sehr gut. Ah, verdammt! Nur noch 5 wäre es gewesen. Egal, ich mache jetzt hier ein bisschen einfärben, dass ich hier Raketen vorschicke, dass ich weiß, wo die sind. So, komm. Ja, der kommt jetzt mal von der anderen Seite. Alles klar. Komm, sehr gut. Und genau dahin. So, hoffentlich geht er genau rein. Ja, er ist rein. Er ist reingelaufen, der Depp. Sehr gut. So, gut. Komm. Komm. Sehr gut. Jetzt hab ich sie. Sehr schön. Nein! Ja, super. Den habe ich jetzt noch erwischt mit dem Schuss. Ich war so knapp davor. Oh, komm, 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 komm. So, von hier. Sehr gut. Yes. Komm.
So, gut. Sehr gut. Nein, von hinten. Pass doch auch von hinten auf, ihr Vollidioten. Unglaublich, das muss ein Knockout-Sieg werden, dass es schöne, glorreiche 14 Punkte werden, dass wir Rang B- endlich aufsteigen. Super. So, komm. Yes. Jetzt hab ich's. Nein! Egal, das ist auf jeden Fall ein Sieg. Das ist ein glorreicher Sieg. Gott sei Dank, ey. Yes, yes. Das wird sogar noch ein Sieg für Knockout. Leute, wir haben B- erreicht. Bitte, 12 Pluspunkte. 12 Pluspunkte. Knockout. 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 So, und 11 Kills. Das Last verkauft. 12 Punkte. B-Minus. Yes, Leute. Sau gut. Ich beende hier mit dem Part und bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Dein Rang hat sich geändert. Bitte starte erneut von der Lobby aus, um Mitspielern zu spielen, die dir im Rang mit näher stehen. Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Das war die letzte Episode von Splatoon Online. Bevor wir in die Flitterwochen fliegen, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Und ihr wisst, wir sehen uns bald wieder bei den neuen Projekten. Euer Davy, Tüsi, Kowski.